Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind letztes Mal im Schrein von Namira stehen geblieben. Und ich bin schon mal ein bisschen durch die Gegend gelaufen und schnell gereist, um wieder zu Bruder Verulus zurückzukommen. Und mit denen reden wir jetzt, beziehungsweise wollen ihn überreden, mir zu folgen. Verzeiht, aber ihr seht nicht besonders gut aus. Fühlt ihr euch nicht wohl? Naja, ich könnte auf meinen Reisen einen guten Priester gebrauchen. Ihr wollt um Arkais Schutz ersuchen, um irgendein modriges Grab zu untersuchen, nehme ich an? Ich habe Pflichten hier in Markarth. Ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann. Wir könnten uns den Schatz teilen. Wisst ihr, wir von der Priesterschaft von Arkai sagen gern im Scherz, eine leere Tasche ist besser als ein volles Grab. Ja, da müssen wir es halt auf die harte Art versuchen. Ihr kommt mit mir, sofort. Ich glaube, ihr müsst euch beruhigen, bevor ich die Wachen hole. Da bezahle ich euch halt dafür. Das ist ein beachtliches Sümmchen. Ich könnte euch wohl für eine kurze Unternehmung begleiten. Ja, dann los. Hau rein. Auf geht's. So, dann wollen wir mal wieder schnell reisen. Und dann... zum Geheimeingang. Du kannst nicht schnell reisen, während Feinde in der Nähe sind. Verarschen mich. Hier sind doch gar keine Feinde in der Nähe. Muss ich jetzt wirklich hier rauslaufen? Oh, nee. Nein, kann ich nicht. Okay. Wir wollen mal wieder fliehen. Tschüss. Oh. Oh. Schnapp sie. Tötet sie. Scheiß Idee. Was soll ich tun? Ihr Götter. Eine Frau angegriffen mitten auf der Straße. Ist bei euch alles in Ordnung? Ja. Wir sehen, was geschehen ist. Ja, ist... Schnauze halt! Oh, ich glaube, das habt ihr verloren. Ihr habt keine Chance, Papa? Ja, ich versuche hier raus. Ey, labert er mich an und ich kam da nicht raus. Okay, ich hab nicht vor, hier zu sterben. Okay, ich bin gestorben. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Ja, genau. Und tschüss. Ich geh mal ins Wasser. Eieiei. Und tschüss. Ich hoffe, das reicht jetzt, um voll zu fliehen. Ich sehe aktuell keine Gegner mehr so in direkter Nähe. Dann kann ich ja jetzt vielleicht schnell reisen. Ja, ist alles nicht so gelaufen, mir das vorgestellt habe, bin ich einmal gestorben, aber gegen so viele Wachen, was will ich denn da ausrichten? Außer weglaufen. Ja. Ne? Auf geht's. Was? Was? Ja, komm. Folgt mir. So, dann wollen wir ihn doch mal abliefern. Was geht hier vor sich? Priesterin von Arkai, ich bin eure Freundin. Ihr seid mein Freund. Ja,
Ich bin eure Freundin und ich habe euch zum Essen eingeladen. Ich bin zum Essen eingeladen worden. Ich habe solchen Hunger. Warum legt ihr euch nicht etwas hin und ruht euch aus, während wir das Essen vorbereiten? Ich muss mich hinlegen. Nur für einen Moment. Ja, mach doch mal. Kommt mit mir. Unser Festmahl wird gleich beginnen. Es freut mich sehr, dass Eola euch zum Abendessen eingeladen hat. Zutat? Es ist zwar makaber, aber jetzt mal. Menschenfleisch ist eine Zutat. Mehr Menschenfleisch. Ah, der Neuzugang. Ich habe gehört, ihr habt einen recht gesunden Appetit. Das steht auf Namiras Tisch. Nur zu. Tranchiert es. Tüte Verulus. Okay. Er sieht zum Anbeißen aus. Nur der erste Bissen gehört euch. Sterblicher. Ich bin Namira, Herrscherin des Verfalls. Dass ihr euch am Blut und der Galle von Arkais Geschöpfen nährt, findet mein Wohlgefallen. Ich gebe euch meinen Ring. Tragt ihn. Und wenn ihr euch an dem Fleisch der Toten labt, gewähre ich euch meine Macht. Hab Dank, Herrin. Ja, ich glaube, das trifft's ganz gut oder so. Suhlt euch in eurer Armseligkeit, mein neuester Champion. Ich wusste, dass ihr etwas Besonderes seid, als ihr die Halle der Toten betreten habt. Dann wollen wir uns doch mal diesen Ring angucken. Ausdauer wird um 50 Punkte erhöht. Das Leichenzehren steigert deine Gesundheit und deren Regeneration. Wir haben, glaube ich, sonst keinen Ring, den wir aktuell tragen. Nehmen wir den doch einfach mal. So. Gold, ja, das wollte ich wieder haben. Oh, den Stab nehme ich auch mit. Gut. Damit hätten wir das hier angeschlossen. Gepriesen seid ihr, Champion. Oh, ich könnte dir natürlich auch alle einzeln töten. Naja, ob ich das schaffe, ich weiß es nicht. Ihr habt Namiras Ring erhalten. Ich wusste, dass ihr etwas Besonderes seid, als ihr die Halle der Toten betreten habt. Und hier seid ihr nun, Champion von Namira, Hüter ihres Ringes. Ihr seid alles, was ich mir erhofft hatte. Was? Ein Kannibale? Hab Dank, Eola, für alles oder so. Es ist eine Ehre, Champion. Ihr könnt gern bleiben und euch mit eurem neuen Zirkel bekannt machen. Es ist eine Ehre, Hüter des Rings. Ja. Namira hat mit euch gesprochen? Ich wusste, dass es ein Festmahl werden würde. Wartet, ich kenne euch. Das blutigste Fleisch in Reach. Ihr habt Namiras Ring erhalten. Eine große Ehre. Ich kenne euch auch. Wollt ihr einen Kampfhund von mir kaufen? Es gibt einen Grund, warum sie so gerne zubeißen. Namira hat mit euch gesprochen? Okay, kann ich wusste, dass es freut mich sehr, dass Eola euch zum Abendessen eingeladen hat. Wartet, ich kenne euch auch. Kundschaft? Wusstet ihr, dass ich den Laden von meinem verstorbenen Gatten geerbt habe? Bla bla. Es ist sehr schade um ihn. Er hatte solch einen guten Geschmack. So. Dann wollen wir mal schauen, wenn wir hier rausgelaufen sind, was wir als nächstes machen. Was wird das sein? Okay. Wir gehen wieder auf Verschiedenes. Tötet den Drachen im Berg Antor. Das klingt gefährlich. Berg Antor. Mal nach Winterfest schnell reisen und gucken wir mal, ob wir diesen Drachen töten können. Ein Drache?
bitte. Ich möchte deine Seele in mich aufnehmen. Achso, übrigens habe ich jetzt was ausgerüstet, nämlich, dass wir mehr Pfeile von den Totenkörpern wiederbekommen und dass kleinere bis mittlere Gegner zu 50% bei dem Einschlag des Pfeils zurückgestoßen werden. Ich hoffe, das wird uns weiterhelfen, aber ich gehe mal ganz stark davon. Das kann ich hier drüben. Denn sonst noch für eine Quest ausgerüstet? Ja, gar keine. Warum zeigt ihr mir denn das an? Oben ist doch das Drachengrab. Drachen sind keine leichten Gegner da oben. Das könnte interessant werden. Wir sollten das eigentlich meistern. Er hat mich entdeckt. Da kann man runter. Thank you.
mir jetzt das Kopfgeld dafür geben lassen. Das werden wir auch machen. Aber erstmal nehme ich auch hier die Drachenseele in mich auf. Keine Kiste, wie mir scheint, wo Schätze drin sind. Schade, das hätte mich jetzt noch gefreut, aber ist auch gar nicht so schlimm. So, wir lassen uns dann das Kopfgeld noch geben, aber wo ist denn der Schrein von Azula eigentlich? Ja, das ist nämlich der hier da vorne. Den werden wir jetzt mal schnell hinlaufen. Skelette rum. Skelette ist immer gut, weil bei Skeletten gibt es Items, meistens Gold. In dem Fall war auch mal wie hier ein Pfeil dazwischen, aber nicht zu tragisch. So, die Türen ins Rechte vergessen, das hatten wir glaube ich schon. Ja, das haben wir schon gelesen. Geld. Sehr schön. Aber wir müssen weiter nach dort oben. Zum Schrein von Azula. Ein paar Gegner stehen dort auf dem Weg. Wölfe. Warum treffe ich die Wölfe beim ersten Schuss? Aber den da. War das direkt ins Auge? So, ein Pferd, ein totes Pferd. Pferdefleisch. Tja. Ein Wolf. Aber hier kriege ich auch einen Stahlpfeil wieder. Sehr schön. Dann wollen wir mal hier oben gehen und gucken, was hier auf uns war. Azura hat gesehen, dass ihr kommt, Reisender. Nicht die Neugier, sondern das Schicksal hat euch hierher geführt. Gesehen, dass ich komme? Wovon redet ihr? Azura hat mir die Gabe der Vorhersehung verliehen. Schon lange vor eurer Geburt hatte ich eine Vision, wie ihr die Treppen zu diesem Altar hinaufsteigen werdet. Ihr wurdet auserwählt, ihr Champion zu sein. Ich weiß, dass ihr es nicht erwartet habt. Aber sorgt euch nicht. Alles geschieht so, wie sie es vorhergesehen hat. Gut. Was braucht Azura? Ihr müsst eine Festung aufsuchen, bedroht und doch unberührt vom Wasser.
Dort findet ihr einen Elfenmagier, der den hellsten Stern schwarz wie die Nacht scheinen lassen kann. Es ist rätselhaft, ich weiß. Aber Azuras Zeichen sind immer richtig. Ich glaube, bei der Festung handelt es sich um Winterfeste. Fragt dort, ob sie diesen Elfenverzauberer kennen. Okay. All dies wurde prophezeit. Und wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Schwarze Stern. Finde den Elfenmagier aus Azuras Vision. Aber als erstes wollen wir uns mal das Kopfgeld geben lassen für den Winterfeste. Und dann gucken wir mal, ob wir diesen anderen Magier auch finden können aus ihrer Vision. Ah, da kann man es kaputt. Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen und nicht meine Zeit mit Reden zu verschwenden. Ja, aber der Drache vom Berg Antor ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Sehr schön. 500 Gold. Also gut. Fangen wir doch mal hier mit der Suche nach diesem ominösen Magier an. Bist du das? Hier. Wenn er nicht zufällig eine neue Runde bringt, könnte er gleich weitergehen. Bist du das? Meine Tage an der Akademie sind lange vorbei, aber ich bleibe gern in der Nähe. Ich suche nach einem Elfenmagier, der die Sterne studiert. Wer hat euch geschickt? War es die Akademie? Der Jarl? Wir hatten uns doch geeinigt, dass keine weiteren Fragen mehr gestellt werden sollten. Nee. Eine Priesterin von Azura hat mich geschickt. Ihr arbeitet mit den Daedra zusammen? Ja, sicher. Und jetzt erzählt mir den von der agonischen Maid und dem rüstigen Baron. Ich habe zu nichts zugestimmt. Also redet. Beruhigt euch. Ich werde euch alles erzählen. Was wisst ihr über Seelensteine? Damit wirkt man Verzauberungen, nicht wahr? So ist es. Nur, dass der Stein dabei immer verbraucht wird. Sie sind empfindlich. Außer einem. Azuras Stern. Ein daedrisches Artefakt, durch das beliebig viele Seelen hindurchgehen können. Ein paar von uns wollten herausfinden, wie es funktioniert. Ich habe damals unter Marlin Waren gearbeitet. Hätten wir doch nur gewusst, was er in Wirklichkeit vorhatte. Was hat Marlin getan? Marlin wollte den Stern verändern. Er war krank und lag im Sterben. Und er dachte, er könnte seine Seele in den Stein transferieren. Unsterblich werden. Es hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Irgendwann kamen Schüler zu Tode. Schließlich verbannte ihn die Akademie. Er nahm ein paar loyale Schüler mit zu Ilinaltas Tiefe und verschwand. Hört mal, mir ist es egal, wer euch gebeten hat, den Stern zu finden. Aber bringt ihn nicht zurück zu Azura. Die Daedra sind böse. Sie sind der Grund, weshalb Marlin wahnsinnig wurde. Finde Azuras Stern. Okay. Mhm. Wollen wir doch mal gucken, ob wir damit etwas anfangen können. Natürlich hier erstmal. Schwarze Stern. Finde Azuras Stern. Wollen wir doch mal. Werden wir dann darüber laufen. Ist wahrscheinlich am sinnvollsten. Alles klar, auf geht's. Autsch. So, dann wollen wir mal. In dieser Folge haben wir... Haben wir bisher... zwei Drachen getötet und zwei Daedra-Fürsten kennengelernt. Oder Daedra allgemein. Also das ist ja eine recht starke Folge. Zwei mächtige Gegner und zwei, ja, was ist das überhaupt?
Können wir das vergleichen? Gottheiten? Wie könnte ich mir das vorstellen? Also, not bad, not bad. Da diese Höhle hier vorne ist es noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Wir sind halb versunken. Da müssen wir hin. Dort. Ja, trifft das? Trifft er? Aber genau in den Nacken. Schießkunst ein bisschen verbessert. Kriegen wir den Pfeil wieder? Ja, natürlich. Wir kriegen jetzt viele Pfeile wieder durch das, was ich ausgerüstet habe. Das ist super. So. Hier bewacht. Oh, die ist ja komplett kaputt. Wie galt das? Deckt. Wem? Egal, habe ich nicht gesehen. Hier müssen wir rein. Werden wir auch als erstes tun. Oh. Der junge Mann hat es aber nicht gut gehabt, oder junge Frau, wie auch immer. Kollege, jetzt ist er gut. Das habe ich schon mal gefragt, glaube ich, in der zweiten Folge. Fall doch raus! Ich habe doch extra aufgemacht. Naja, nehme ich mal dein Tornister mal da durch. Tagebuch des Fischers. Wollen wir doch mal gucken. In das Tagebuch des Fischers. So, ihr kennt das Spiel. Ihr könnt es durchlesen, indem ihr auf Pause drückt. Ach, viel war es nicht. Wie gesagt, ich lese es mir jetzt mal. Okay, gibt es hier irgendwo Gegner? Immer noch meine Frage. Wo können wir denn nicht hin? Was müssen wir hier machen? Mal sehen, wie gefährlich das hier wird. Falls es gefährlich wird. Ein Skelett. Naja. Boah. Wo kommt er denn her? Boah, ich habe mich schon wieder mega erschrocken. Ja, yeah, sabbel nicht. Und beschwöre Novize. Kann ich mich dann nur nähren? Ah, nein, ich kann beides machen. Haha. Den nehmen wir auch mit. Ein bisschen nackelig dann halt. Menschliches Herz. Menschenskind. Was die hier alle haben. Knochenmehl. Schon wieder bin ich da drauf. Oh, Konsole. Ja, ne? Ihr beide habt's auch hinter euch. Nierenwurz. Noch so eine Rube. Wir haben jetzt eine davon. Das sieht leicht schmerzhaft aus. Ist aber schön, dass die auch hier Zutaten dabei haben. Das gefällt mir sehr gut. Da sind noch Schneebeeren. Mitnehmen. So, da ist nichts. Da ist noch eine Tür. Blöde. Schüsselinchen hier oben. Du hattest nur die Streitaxt dabei. Boah, das ist schwach. Wasseratmung. Skelett und so. Ein bisschen
Quest nach da oben gefallen. Okay. Und mehr haben wir hier nicht liegen. Guck nochmal in die Fässer. Aber auch nichts Besonderes. Weiter geht's. Schauen wir mal. Was erwartet uns hier? Wo steht ein Skelett? Überall Skelette, oder nicht? Da ist jemand. Totenbeschwörer würde ich jetzt einfach mal schätzen. Bleibst du stehen? Aber hier ist auch irgendwo ein Skelett. Ah. Aha. Zombie. Das gucken wir uns gleich mal an. Das Buch. Zauberbuch. Zauberbuch. Gold. Gold. Euch zwei hier. Ne? Das ist schön, viele Pfeile dabei. So. Ja, lass mich nicht entdecken. Direkt weiter. Was? Ja, ja, du wirst gleich wieder umfallen, wenn du aufstehst. Weil dein Meister tot ist. Hä? Noch jemand. Totenmagier. Tragödie in Schwarz. Verzauberung verbessert auf 17. Seelensteinfragmente. Uiuiui. Ja, ich möchte sie jetzt im Moment nur suchen. Oh, wieder ein Zauberbuch. Davon habe ich noch keins. Das nehme ich einfach mal mit. Ein Zauberbuch, dann gehen wir wieder auf die Bücher. Fest beschwören. Kann ja nicht schaden, wenn ich das schon mal alles aktiviere. Spinnenei. Uferring Zerstörung ist auch noch nicht. Hier ist keiner so weit drin. Ne? Kommode durchsuchen. Ne. Nix. Nix, nix, nix. Was haben wir hier? Feuersalze. Frostsalze. Gold. Mischerbeutel. Sehr, sehr schön. Totenmagier durchsuchen wir. Totenbeschwörerrobe, die hatte ich ja schon. Ah, der hat ein paar mehr Pfeile geschluckt. Lavendel, Schneebeere. Trank. Oh, den Langbogen habe ich jetzt aufgenommen, den ich nicht aufheben wollte. Den legen wir wieder ab. Perfekt. Der eine Pfeil ist direkt wieder vor uns gefallen. Sehr schön. Und wieder die Zaubertränke. Sehr gut. Und der hat nichts Gescheites dabei. Ist auch im Moment nichts. Wow. Schauen Skelett.
noch mehr Gold. Nach oben geht. Ich weiß, dass die Folge schon ein bisschen länger ist, aber ich habe noch nicht so den richtigen Punkt gefunden, die Folge zu beenden. Deswegen freut euch, die Folge ist ein bisschen länger. Aber hier ist eine große Tür. Wenn wir hier durchgelaufen sind, werde ich die Folge unterbrechen. Und seht ihr das weitere in der nächsten Folge. Elin Alters. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr weiter sehen wollt, wie ich Azura Stern suche, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, lasst ein Abo da. Bis dahin würde ich sagen, bis dann und ciao.